Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute zeige ich euch mal meine Herbstfavoriten, beziehungsweise es sind eher so Winterfavoriten mittlerweile, weil ja schon jetzt wieder November ist. Es sind halt einfach so Sachen, die ich zum Beispiel voll gerne benutze oder halt irgendwie, die mir helfen, durch den Winter und Herbst zu kommen und mir ein bisschen so Lebensfreude geben, weil draußen ist ja schon richtig düster und so. Und ich finde, da braucht man immer so kleine Sachen, die das Leben so ein bisschen abspeisen und genau. Dafür ist dieses Video da. Ich fange erstmal an mit so Geschirrsachen, die ich neu habe. Und zwar habe ich einmal so eine Schale, die finde ich richtig, richtig schön. Und die habe ich von TK Maxx. Die ist auch relativ groß eigentlich. Ich finde es irgendwie voll schön, aus so schönen Schalen zu essen und sich das Essen zuzubereiten. Das macht dann direkt viel mehr Spaß. Ich verlinke euch übrigens alles, was ich finde, auch in der Infobox. Und da könnt ihr meinen Affiliate-Link dann benutzen, wenn ihr die Sachen nachkaufen wollt. Dann habe ich hier noch dieses kleine Glas. Das finde ich auch richtig schön. Also das kann man so öffnen. Und das ist halt so ein Apfel. Und ich finde es richtig nice, daraus irgendwas zu trinken. Dann als nächstes habe ich auch noch diesen Lipgloss. Den liebe ich. Kann ich auch mal auftragen. Der klebt gar nicht. Das finde ich richtig gut, weil wenn es windet und so, ist voll nervig, wenn dann die Haare immer so an den Lippen kleben. Das habe ich voll oft bei Lipgloss und das mag ich gar nicht, das Gefühl. Deswegen finde ich das richtig optimal. Das habe ich vom Rossmann. Kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Und das nehme ich auch die ganze Zeit überall hin mit, weil man es einfach kurz unterwegs schnell auffrischen kann und so und es einfach super praktisch ist. Und die Lippen reißen dann dadurch halt auch nicht so ein, sondern werden, glaube ich, so ein bisschen gepflegt. Also zumindest trocknet es bei mir auch gar nicht aus oder so, sondern gibt mir eher so mehr Feuchtigkeit. Dann kommen wir jetzt zu meinen Lieblingsteesorten. Ich liebe, liebe wirklich Tees im Winter. Ich finde einfach, wenn man so im Bett liegt oder so, ist es einfach so viel nicer, einfach so einen Tee zu trinken, als jetzt, keine Ahnung, einfach nur Wasser oder so. Und ich habe hier jetzt mal 4 von meinen Tee-Favoriten dieses Jahr. Also einmal diesen Schokotee. Den trinke ich jedes Jahr und schon seit Jahren. Und der ist ein bisschen teurer, weil der ist von Yogi Tea und die sind generell ein bisschen teuer, würde ich sagen. Aber ich finde, der ist es auch richtig wert. Also ich habe schon andere Schokotees probiert und die sind da nie dran gekommen, finde ich. Und ich mache das immer voll gerne so, dass ich den so aufgieße, dann lasse ich den eine Weile ziehen und dann mache ich so Milch drauf. Und es schmeckt einfach richtig geil. Ich finde, es ist einfach so ein bisschen wie wenn man so einen Kakao trinkt, aber es ist halt ein Tee und es ist irgendwie trotzdem ein anderer Vibe. Aber ich liebe es total. Also wenn ihr es noch nicht ausprobiert habt, wirklich, es lohnt sich, den mal auszuprobieren. Dann habe ich mir von Teekanne aus dem Rewe, glaube ich, ein paar Tees mitgenommen. Lieblingstee von den 3 Teesorten. Also dem würde ich wirklich 10 von 10 geben. Wenn ihr so Tees wie türkischen Apfel oder so mögt, dann werdet ihr den, glaube ich, auch voll mögen, weil der ist sehr süß. Also der ist ja auch mit Pflaume. Und es gibt dem Ganzen halt voll den süßen Geschmack, aber ich mag es richtig gerne. Und dann habe ich hier noch einmal Kaminabend und Hüttenzauber. Und die finde ich beide sind so eine 7 oder 8 von 10. Finde ich auch beide sehr nice. Aber den anderen finde ich noch ein bisschen besser, weil die hier nicht ganz so viel Geschmack haben, finde ich. Und ich mag das, wenn Tees so richtig intensiv schmecken. Und dann als nächstes muss ich euch unbedingt so ein Getränk zeigen. Das habe ich vom Rewe. Ich weiß nicht, ob es das in jedem Rewe gibt, um ehrlich zu sein. Aber hier bei uns gibt es das auf jeden Fall. Das Getränk liebe ich einfach, wenn man zwischendrin mal so ein bisschen sowas Süßes will, aber jetzt irgendwie nicht so Bock hat, was so zu essen so richtig, wisst ihr, wie ich meine? Dann ist es einfach richtig nice. Oder auch wenn man jetzt, bevor man zum Sport geht oder so, so eine kleine Stärkung braucht in irgendeiner Weise so. Da ist Mandel, Banane, Mohn, Marzipan, Vanille, Zimt und Agave drin. Und genau, ich finde, das schmeckt halt sehr so nach Marzipan, aber es ist auch so ein bisschen wie so Stracciatella. Aber es ist halt auch nur eine Limited Edition. Also ich weiß nicht, wie lange es das noch gibt. Wenn ihr es auch mal ausprobieren wollt, dann schaut auf jeden Fall in eurem Rewe vorbei, ob es es dort gibt. Und genau, dann solltet ihr es relativ bald, denke ich mal, ausprobieren, weil ich weiß nicht, ob es den ganzen Winter das geben wird. Ich zeige es euch nochmal. Dann, wenn ihr mich schon ein bisschen länger verfolgt, wisst ihr bestimmt, dass ich richtig gerne so in mein Journal schreibe oder generell so Sachen mache, um mich selbst zu reflektieren und sowas. Und da kann ich euch auf jeden Fall empfehlen, euch ein schönes Journal zu holen, damit ihr so motiviert seid, da abends immer reinzuschreiben oder auch morgens oder generell immer, wenn ihr da so ein Verlangen nach habt. Mir hilft es richtig krass, im Winter meine Gedanken zu sortieren, weil ich finde, im Winter ist es nochmal mehr so, dass man so in sich geht und so, weil man halt automatisch ein bisschen mehr drin ist. Und es wird ja auch so schnell dunkel und so und irgendwie, ich weiß nicht, ich finde, dann ist es noch mehr ein Vibe, so sich um sich selbst zu kümmern. Mein Journal liebe ich voll. Ich finde, es sieht optisch richtig schön aus. Ich kann euch das verlinken, das gibt es auf Amazon. Dann dieses Date mit dir selbst habe ich, glaube ich, auch schon bestimmt öfters erwähnt oder empfohlen. Aber ich finde es auch einfach super. Also, falls ihr das noch nicht gemacht habt, das ist wirklich richtig geil, um im Winter so an sich zu arbeiten. Da könnt ihr euch einfach in so ein Café setzen oder
auch irgendwo draußen hin oder einfach so zu Hause auf die Couch oder so, irgendwo, wo ich halt wohlfühlt, und dann schreibt man da halt immer so Sachen rein. Also es sind halt wie so kleine Aufgaben manchmal, die man dann macht, oder auch generell einfach Sachen, um sich selbst und seine Vergangenheit zu reflektieren und sowas. Und genau, mir hat das sehr geholfen, deswegen kann ich es auch nur immer wieder empfehlen, wenn ihr diesen Winter endlich mal richtig an euch arbeiten wollt. Ein anderes Buch, was ich mir vor einer Weile schon bestellt habe, was ich auch immer wieder voll schön finde, da reinzuschauen, ist dieses 14.000 Dinge, über die man glücklich sein kann. Weil ich einfach finde, so im Alltag vergisst man manchmal eigentlich, für was für Sachen man eigentlich alles dankbar sein sollte oder kann. Und irgendwie finde ich das Buch voll schön, weil da stehen so schon so manche Sachen drin, die so voll anders sind, wo man gar nicht so direkt jetzt dran denkt oder so. Aber irgendwie macht es mich voll glücklich. Also ich habe immer voll das Lächeln so im Gesicht, wenn ich da so reinschaue. Und ja, dann das Buch hier ist auch eine richtige Empfehlung von mir. Das habe ich auch schon eine Weile. Aber irgendwie finde ich, passt es auch voll so jetzt zum Herbst, Winter. Weil es halt wirklich so Dinge sind, wo man sich denkt, okay, das hätte man wirklich so gerne früher schon gewusst. Einfach weil es so die Sichtweise nochmal so ein bisschen verändert auf manche Sachen. Und solche Bücher liebe ich ja generell. Weil ich finde, ganz oft weiß man voll viele Sachen, aber sie sind einem nicht so richtig so im Kopf in dem Moment. Und da finde ich es voll schön, immer wieder daran so erinnert zu werden. Und ich glaube auch, dass sich da sehr, sehr viele Leute mit identifizieren können. Deswegen finde ich das auch voll gut, weil ich mag so Bücher, wo ich mich selber so in den Situationen wiedersehe und so. Und genau, deswegen kann ich euch das auf jeden Fall auch empfehlen. Dann, momentan liebe ich so süße Schlafanzüge und sowas, weil ich bin generell dann im Winter halt mehr drin und mache eher drin so mehr Aktivitäten, natürlich erst draußen, weil draußen ist, finde ich es einfach oft zu kalt. Und genau, dann mag ich es voll so einfach in so Pyjamas zu chillen. Also ich weiß nicht, ich mache das voll gerne so den ganzen Tag oder so. Oder halt auch, wenn ich nachmittags irgendwie aus der Bib zurück bin oder so oder irgendwo war und dann halt wieder hierher komme, finde ich das voll entspannt. Vor allem bei uns ist es eigentlich relativ warm in der Wohnung. Also ich glaube, wenn es jetzt richtig kalt ist bei irgendjemandem, dann ist es nicht so optimal. Und zwar habe ich einmal so einen Top hier mir bestellt. Also es war so ein Set mit der Hose. Aber ich zeige euch noch die Hose auch. Und das finde ich ist ein richtig nice Set. Weil ich finde es auch übel süß mit diesen Schleifen, die das hat. Und generell finde ich auch die Länge optimal. Das habe ich auch in einer S bestellt. Also generell eigentlich die meisten Sachen, die ich von Amazon so kaufe, bestelle ich meistens in einer S. Und dann habe ich auch noch so einen anderen Pyjama. Den habe ich, glaube ich, auch schon öfters gezeigt jetzt. Aber ich finde den auch einfach richtig nice. Der hat hier so lange Arme, aber ist halt unten kurz geschnitten. Und ich finde auch einfach das Muster richtig, richtig schön. Also es sind einfach so Blumen. Ich zeige euch nochmal das Muster von dem anderen, weil das finde ich auch voll schön. Dann habe ich hier noch so zwei Korba. Hier habe ich einmal so eine Limited Edition. Das ist dieses Winterzauber. Und dann habe ich noch eins mit Lebkuchen. Und ich liebe beide. Also ich könnte mich gar nicht entscheiden für eins von beiden. Manchmal finde ich keinen krassen Unterschied. Aber ich finde beide sehr lecker und das hier schmeckt halt ein bisschen orangiger und das halt eher nach Lebkuchengewürz. Und als letztes kann ich euch auf jeden Fall die Kerzen von TK Maxx empfehlen. Die hier ist jetzt auch schon ein bisschen älter, aber ich finde, die haben immer ein richtig tolles Angebot an Kerzen. Vor allem haben die auch sehr, sehr viele mit Sojawachs, wo ich persönlich schon drauf achte. Und die hier ist so krass. Wirklich, wenn ihr daran riechen könntet, die ist so krass. Die riecht so krass nach Basilikum und ich liebe den Geruch. Ich weiß, das ist auch nicht für jeden was, aber ich mag das voll, wenn es so nach so Kräutern riecht, weil das hier ist mit Rhabarber und Basilikum. Und ich finde es einfach richtig angenehm, wenn die einfach so da steht. Man fühlt sich so, als wäre man in so einem Kräutergarten, in so einem frischen. Finde ich richtig toll. Generell von TK Maxx Kerzen kann ich auf jeden Fall empfehlen. Die haben auch immer so passend zu den Jahreszeiten die Kerzen dort. Also die hatten zum Beispiel jetzt auch so welche in der Form von Kürbissen und so. Und ich finde, die sehen immer richtig süß aus. Also wenn ihr Kerzen sucht, schaut da auf jeden Fall vorbei, weil die sind ja auch immer sehr reduziert. Das waren eigentlich auch schon so all meine Sachen, die ich diesen Herbst bzw. jetzt Winter richtig gerne mag. Vielleicht hat es euch ja auch irgendwie inspiriert. Dann könnt ihr auf jeden Fall die Links in der Infobox abchecken, weil da werde ich euch die Sachen dann verlinken. Und genau, dann gebt mir sehr gerne einen Daumen nach oben und abonniert meinen Kanal, um keine Videos zu verpassen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video.